Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sims 4 bei der Familie Song mit unseren liebenswerten Lefouet und Lee. Alles klar, dann wollen wir mal. Ich bin immer noch ein bisschen heiser. Und so, wie sieht sie aus? Sie hat Hunger. Gehen wir mit ihr mal was essen. Wo ist die Küche hin? Ach, da war die Küche. War schon immer so? Ja, hat sich was verändert. Ich habe ein Update drauf getan. Vielleicht ist es deswegen. Ihr Waschtag nennt sich das. Vielleicht müssen wir deswegen. Blick, kann man jetzt eine Waschmaschine uns leisten eigentlich? Ich hoffe, die Waschmaschinen sind nicht so teuer. Mhm. Ich mal schnell gucken. So, wann sind die Waschmaschinen? Gel Einzelteile, ne? Hier so. Und. Elektronik, was Elektronik? Hier sehe ich noch nichts. Thema Waschmaschinen und so? Nö. Was könnten die sein? Elektronik nicht. Lagerung, Apparate. Dann Apparate. Zum Fischer, was da? Das sind Höfen. Der Profispüler. Das ist eine Spülmaschine. Keine Waschmaschine. Ja, das Waschmaschine, da sind sie noch nicht dabei. Ah doch, da, hier sind sie doch. Hier sind sie doch, kosten 500. Das können wir uns doch leisten. Was, hä? Waschmaschine und Trocknerkombination kostet 1000. Ja. Dann nehmen wir hier diese dreckige Spalte hier mal weg. Und tun hier diese, eine andere Farbe. Muss ein bisschen zur Küche passen. Ich habe hier Aufnahmeknopf gedrückt, bin ich mir ganz sicher. So. Ja, drehen. So. Hat uns natürlich 1000 gekostet. Aber dafür sind wir jetzt modern. Die hätten wir ja auch mal ausgetauscht. Passt gar nicht in die Küche rein. Kann man den auch farblich tauschen, die Maus. Hoffentlich geht das. So, und dann tauschen wir gegen einen Head ein, der ein bisschen farblich passt. Kostet auch 1000. Koch. Koch Max Pro. Was hat denn da? Wusstest du, dass du, was war eine Brille? So, dass du die Qualität eines Ofens an der Größe seines Guckfensters erkennen kannst. Okay, wusste ich nicht. Dieses hier hat zwar vielleicht nicht das große Fenster, das auf dem Markt, das größte Fenster, das auf dem Markt erhältlich ist, aber definitiv auch nicht das kleinste. Wenn du auf der Suche nach einem Ofen mit respektabler Fenstergröße bist, solltest du den Koch Max Pro auf von Glasknecht im Betracht ziehen. Mhm. Und da haben wir so wenig Geld. Aber das kann man sich ja mal gönnen, ne? Komm. Rüber geht die Welt zugrunde. So passt das dann noch besser. Hier in die Küche rein. Der Kühlschrank ist noch ein bisschen, ist mir ein bisschen noch ein Dorn im Auge mit seiner bräunlichen Farbe. Aber das müssen wir jetzt ein bisschen sparen. Das kommen wir später. Alles klar, wir gehen mal wieder ins Spiel. So, Lefouet ist da am Start und so, was können wir denn machen? Was kann sie denn hier machen? Kann sie was machen? Nee. Und Lee, kann die was machen? Ah, verbessern kann die? Ah, die kann nur verbessern. Hallo? Eben konnte ich noch verbessern. Jetzt, mach mal. Die kann doch nicht verbessern. Die hat die Qualifikation nicht. Ist da. Huch. Was ist denn da nun los? Trotz Brille ist es mir immer noch zu klein. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt. Besorge dir ein Ninja-Outfit. Ne? Ja, beide Aussagen sind scheiße. Ach komm, besorge dir ein Ninja-Outfit. Machen wir das. Okay, der Raffelinger wird beeinflusst. Empathie steigt, Manieren sinken. Okay. Warum auch immer. Die ist voll verrückt. Das Mädchen ist voll verrückt. Wir lassen mal hier noch ein bisschen Sim bearbeiten, ein Outfit verfolgen. Nein, sich selbst motivieren, tanzen üben, sich frisch machen, reden üben. So.
Marzi-Kabel. Und dann gehen wir auch mal hier rumschalten. Scheiße. Die Waschmaschine angucken, da kannst du eh nichts mitmachen. Hansi hat Hunger. Stimmt, ach ja, da war ja was. Sie hat Hunger. Man kann ruhig essen. Alles klar. Lassen wir sie mal ein bisschen leckere Snacks nehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie macht das jetzt mit dem kleinen Outfit denn auf dem Plan, ne? Ja, gleich satt. Was kann man denn für ein Outfit nehmen? Ich sehe mal das Outfit. Steht automatisch Wäsche, wenn man das macht. Wir nehmen das Rosa als nächstes. So. Wenn sie fertig gegessen hat, macht sie das Ding nicht mal? Nee, sie macht das jetzt einfach spontan. Oder? Nimmt das mit. Die nimmt das mit. Okay. Tatsächlich liegt das am Boden. Das ist ja geil. Die schmutzige Wäsche jetzt am Boden. Okay. Können Sie das wegräumen? Metall platzieren. Taschen durchsuchen. Natürlich Taschen durchsuchen als nächstes. So, ich finde es ja noch ein bisschen was. No. Ja, du viel gefällt mir nicht. Auf wird ändern. Nur das? Also die Schlafaufschritt, ne? Ja. Wir ändern noch mehr Wäsche kommen. Und das hier? Nehmen wir das. Okay. So. Alles klar. Und wir haben ja lange noch nicht mehr Kaufanschaltung. Muss ja auch mal wieder gemacht werden. Guck mal hier. Hier geht ja was, ne? Ja. Steht ja auch ganz gut, das Bad. So. Guck mal, die hat Spaß. Wie weit ist sie hier mit den Reden üben? Ist sie schon einmal durch? Wäsche machen. Waschmaschine stecken. So, machen wir zu Ende. Reden über zu Ende. So. Okay. Aufräumen. Nimmt sie alles mit? Ja, sie nimmt alles mit. Okay. Ja, sie hat noch Spaß. Sehr schön. Sie hat noch viel Spaß dabei. Wie ist es mit ihren Hausaufgaben? Hat sie Hausaufgaben am Start? Hier kann man den Hauptwerk platzieren. Alles klar, Hausaufgaben ist alles gemacht. Gut. Eine Gruppe beitreten. Upsala, sie hat eine Gruppe gebildet. Das war so andere. Geht nicht schlafen. Okay. Sie lässt ja alles liegen. Na gut, aber. Was ist schon wieder an? Hier. Hände waschen und Zähne putzen. Das muss natürlich sein. Mhm. Okay. Jo. Verantwortung. Wunderbar, singt. Ich will noch mehr. Alles klar. Spaß macht. Klatsch, klatsch, klatsch. Schön. Boah, das sieht richtig gut aus, würde ich sagen. Das sieht richtig gut aus. Sie hat sich da Mühe gegeben, würde ich sagen. Das kann man nicht anders sagen. Also. Jetzt mal zu gucken. So. Alles klar. Oh, super. Na ja. Gut, dass wir mit Zähneputzen fällt aus, ja? Mit Zähne nicht geputzt. Also hier Zähne putzen. Hände waschen, Zähne putzen. So. Und dann schlafen. Hugo bitten ins Bett. Was? Hugo? Hugo ist doch gar nicht da. Bitte das Monster im Bett einspringen. Nein. Oh, da ist jemand an der Tür. Tür abschließen, Tür? Nein. Wer ist denn da? Mhm. Rein bitten. Komm mal rein. Ich sehe, wie du bist im Moppen. Komm rein zum Moppen. Hä? Geht sie raus? Schnell rein zu bitten. Okay. Was ist das? Wer heißt denn die? Imane Al-Habib. Das ist eine Araberin, oder?
Das ist aber wie ein Piratenmädchen. Die macht sauber. Die ist im Saubermachen. Das ist ein Putzmädchen. Nein, ich will nicht ins Bett gehen. Mal hier hingehen. Du sollst nicht schlafen. Du sollst noch nicht schlafen. Du hast einen Besuch gerade hier drin. Nein, lustig vorstellen, freundlich vorstellen, grob vorstellen. Lustig vorstellen. Huch, was hat die denn? Der stört doch was nicht. Ina Blitzi! Ina! So. Mein. Wie heißt du profitieren? Ah, ich will ja profitieren. Wanusha Limbi Zanu. Ich habe doch nicht alle Waffeln in der Hand. Ja, ja, komm, das ist schön. Schön, na, lustig und froh, gemein. Oh, Name nennen. Du sollst noch nicht schlafen, nicht schlafen. Gemein, so, hopp. Huch. Wir stinken da so, als das Essen stinkt. Oh, Wooni! Oh, Lutschi! Gemein, so, jetzt steh rein, jetzt geht's los. Jetzt komm, jetzt prügelt euch. Lauf doch nicht weg, prügelt sie. Setz sie wieder hin. Freundlich, lustig, Umfug, gemein. Gemein, gemein. Streiten. Streiten ist immer toll. Über Teile streiten. Über Streit streiten. Ja. Über die Schule streiten. Das ist immer, über Streiten. So. Oder freundlich? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind gemein. Immer geben Verbotwörter. Ja, genau. Schöne Wörter benutzen. Ja. Also ich sehe gerade so wütend. Das ist schön. Gemein. Was haben wir denn noch? Beschimpfen. Was haben wir denn noch Gemeines? Beleidigen. Was haben wir denn noch Gemeines? Anbrüllen. Und gemein. Schreckliches. Über andere Sims lästern. Nein, streiten. Über Streiten. So, jetzt haben wir ein volles Programm hier. Ich glaube, die muss gleich ins Bett. Ja. So. Geht sie? Mein. Und Schlägerei provozieren. Ja, ich mache ein bisschen Abarbeit und deine Sachen hier. Setz dich wieder hin. Streiten lieber im Sitzen, ja? Sie ist aus der Reserve. Wahrscheinlich muss sie richtig böse sein, dass dann geht das. Aber wir haben leider... Hä? Was ist das denn? Hä? Kuzushimei. Junga, Weibi, Basuba. Kuzo. Herr Larva. Gemein. Oh. So, jetzt gibt's ja auf die Fresse. Kannst du rote Augen haben, wie du willst. Gemein. Hä? Ich bleib hier stehen. Oh, blabla, Biber. Biebs. So. Oh, Wooni. Na, geh noch mehr. Gemein. Gesicht beleidigt. Du musst jetzt nicht schlafen gehen. Ich bin noch nicht fertig. Der motivisiert sich schon wieder. Ah, gemein. Wir wollen noch weiter beleidigen, wir sind noch nicht fertig. Mhm. Gemein. Handbrille. Und gemein. Jetzt schnell reinprovisieren. Das muss ich also über 50% schauen. Machen. Jetzt geht es gleich zur Sache auf dich. Bisschen Bolli hier. Jetzt geht es auf die Fresse. Am. Das ist müde. Aber oh, wir waren noch nicht fertig. Gemein. Was wollen wir jetzt hier?
Komm jetzt nicht aus dem Maul jetzt. Gemein, Aktion, was haben wir noch? Nee, haben wir nichts. Gemein. Was haben wir noch eigentlich? Gemein. Mehr Auswahl, was haben wir denn noch? Wie die Stimme lustig machen. Wie oft wir das denn zum Feind erklären, ja. Ja, was? Gemein. Mehr Auswahl. Zum Feind erklären, aber klappt das hier nicht? Jetzt aber gemein ohne Schlägerei. Jetzt auf die Fresse. Der sieht so böse aus, aber ist so schüchtern und so ängstlich. Tut mir fast leid, ich bin so gemein. Will die andere Sims lästern? Nein, will ich nicht. Auf gar keinen Fall. Oh doch, ja, hier über den können wir lästern. Der ist auch schon. So gemein. Beleidigen. Hm. Nochmal gemein. Was haben wir denn noch? Böse Wörter nehmen. Das kann auch noch. Und jetzt gemein und jetzt eine Schlägerei. Jetzt, komm. Platz. So viel Angst. Ich muss auf Toilette. Gemeint ja ganz andere Sachen. Ich werde mal schubsen. Das ist nichts. Das stinkt. Gemein. Schubsen. Hat er schon gemacht. Klappt nicht. Gemein. Schwerer vor. Mehr Auswahl. Was haben wir denn noch? Vampir bekämpfen. Gemein. Jetzt ist jetzt nicht schlafen. Bin noch nicht beschäftigt mit dir. Gemein, mehr Auswahl, Vampir bekämpfen. Das ist ein Vampir offensichtlich, dann können wir das auch nochmal machen. Jetzt gibt's Haul. Oh, das geht zur Sache. Oh. Machen wir beide Spaß. Ups. Oh. Nicht toll. Er ist wütend. Gemein. Schubsen. Ja, verwenden. Lass ihn labern. Hier ist auf Toilette. Ah, kein Spiegelbild. Hunger, das hat sie auch. Okay. Achso, sie ist erwacht, ne? Die kann ich mal hier reparieren. Reparieren, so. Das hat nicht geklappt, den Vampir nicht austreiben können. Oder macht sauber. Hat sich eingelöst oder macht er da sauber? Hat mir aufgefallen, dass es da dreckig ist. Also er stampft jetzt böse weg, nein, nimmt sie ein Buch. Der geht nicht weg. Wo ist er hier? Das ist ein Buch. Die Vorsicht. Sie hat ein bisschen schlafen. Welchen Tag haben wir denn? Montag, 5.33 Uhr. Sie hat nicht mehr viel Zeit zum Schlafen. Aber ihre Energie ist wieder gut. Ah, das guckt falsche Person. Ich gucke die falsche Person an. Ihre Energie ist so toll und ja, sie soll schlafen. Okay, ich geh mal schlafen einfach. Schlafen. So, chemisch zu Mann. Was? Chemisch zu
Mann, sein Wasser. Das ist aber kein Zeit dafür, jetzt muss er schlafen. Du bist genug gegessen, das ist so fett, das ist für den Scheiß. Was guckt der denn? Da guckt wahrscheinlich Horrorfilme. Haben wir schon fast gedacht. So. Das sieht ziemlich widerlich aus. Okay, ein Vampir, der sich gruselt. Gewuscht. Böse Hase. Es hat einen größeren Fernseher stehen, habe ich glaube ich schon letztes Mal gesagt, ne? Daran kann er nicht. Was hat er denn da? Oh. Nee, auf den Weg frei. Das sieht irgendwie so aus. Wo ist er hin? Er hat übrigens verschiedene Socken an. Dann kannst du nicht so viel Fernsehen gucken. Ich muss los. Danke, dass du Zeit für genommen hast. Ich bin der einzige noch dafür, dass ich ihn so runtergemacht habe. So. Was ist jetzt? Ah. Macht sich was zu essen. Danach Ausräumen und Wäsche bringt zu. Ausräumen und Wäsche absetzen. Achso, bringt zu. Ausräumen und bringt zu. Kann ich nicht. Wäsche waschen. Achso, habe ich noch nicht eingeschaltet? Okay. Sollten wir es tun, ne? Das hier auch noch. Wäsche machen. Wäsche durchsuchen. Inventar platzieren. Wäsche machen. Stecken, so. Also, erstmal das hier. Stecken wir erstmal die Waschmaschine. Und die Wäsche auch hier, wenn du schon dabei bist. Wäsche. Okay, haben wir. Die schläft, hat sie nicht bald Schule? Wie spät haben wir es denn? 7.40 Uhr. Eingehende Warnung. Die muss in einer Stunde zur Arbeit. Achso, okay. Okay, zur Arbeit gehen, okay. Geht sie schon mal zur Arbeit. Nur eine Geschirrspüler hinstellen, ne? Dass wir das auch mal im Griff haben. Okay. Ja, und ich denke, da haben wir diese Folge schon wieder geschafft. Lass mal das Mädchen rausschlafen. Achso. Okay. Schläft. Sollten wir vielleicht wecken. Ja! Zamba? Haha! Chavi! Blob! So. Was ist denn jetzt vor? Fische, nein, lass es liegen. Du hast keine Zeit dafür. Lass es liegen, lass es liegen, lass es liegen, lass es liegen. Einfach liegen lassen. Nein, das ist nicht abbringen davon. Doch, jetzt erwächst es einfach hin. Ja, noch mehr. Genau, tschüss. Viel Spaß bei der Schule. Und ja, damit war es auch für diese Folge. Ich muss sie relativ kurz halten, weil ich versuche ja von dieser Folge auch möglichst einmal in der Woche, möglichst in der Mitte der Woche zu bringen. Von daher, ja, habt ihr wohl, bis demnächst. Ciao. Soll ich eine Pause drücken, so ist besser. So, jetzt tschüss.